Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu Monster Sanctuary, ne? Heute sind wir hier. Und haben einen Bosskampf schon vor uns. Hey, wer ist da drüben? Das ist noch ein Alchemist. Du hast recht, Hüter. Ich bin Rhazes vom uralten Orden der Alchemisten. Und wer bist du? Kommst hier einfach in mein Labor und störst mich bei meiner Arbeit. Gib dich, Alchemist. Falls dir der Sinn nach einem Kampf steht, du wärst nicht der Erste deines Ordens, der gegen uns verliert. Ein Kampf? Etwas anderes kennt ihr Hüter gar nicht, was? So weit ist diese Welt hast du gekommen. Unser Orden entstand mit der allerersten zivilisierten Gesellschaft der Menschheit. Wir waren es, die als Erste die Prinzipien der Natur begriffen. Und dann lernten wir, sie unserem Willen zu beugen. Reiche entstanden und vergingen, wie es uns gefiel. Euer Orden, Hüter, mag ein nobles Ziel haben, aber er ist wirklich unbedeutend angesichts der Jahrtausende alten Alchemie. Ich kämpfe für unseren Orden gegen alles, was sich uns in den Weg stellt. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Eines aber solltest du wissen, der Ausgang unseres Duells wird den unvermeidlichen Triumph der Alchemie nicht beeinflussen. Okay, was hat er denn? Ich habe keine Ahnung, was dieser Kongamato ist. Der hat ein Auge. Das müssen wir auf jeden Fall instant killen. Ich nehme nicht... obwohl doch, ich nehme erstmal meinen Basistrupp hier zum Anfang. Offenbar kann dieser Magnophie Verbrennung direkt bei Ruf machen. So, wir wissen ja, dass nur zwei angreifen können. Also direkt den Säuresturm drauf. Ich mache jetzt erstmal nur die Buffs drauf und wechsle dann Sven aus. Ich heb mir diesen Megaschlag für irgendwo am Ende auf. Oder falls ich noch andere buffen muss. Aber erstmal, dass du den... den Massentrank einmal raushauen. Ich habe keinen Bock, jemanden zu verlieren. So, Eissturm. Einfach nur für meinen Thumbnail eben kurz. So, jetzt habe ich ihn besser drauf. Warte mal. Was ist das eigentlich überhaupt für eine Maske? Das erinnert an diesen Seuchendoktor. Falls ihr den kennt. Sieht genauso aus. Vor allem diese glühend runden Augen. Sieht aus wie eine Entwicklung, die Sven haben könnte. Ich mache jetzt mal die Spurenwolke. Wäre nämlich schön, wenn die weniger Schaden austeilen. Oh, und der hat gerade einfach so Rüstungsbruch bekommen. Also das schlimmste Vieh haben wir gleich tot und den komischen Drachen da auch. So, ich glaube, Sven wechsle ich jetzt schon aus. Ich hole jetzt einfach Yannick rein, damit er meine Leute hochheilen kann. Du musst leider noch einen Kombo-Trank raushauen. Oder einen großen Trank. Ich darf Zip nicht verlieren. Das ist mir schon einmal passiert und das hat mich fast gerippt. So, nochmal die Sporenwolke in der Hoffnung, dass er Schwäche kriegt. Oben drauf. Achso, er hat schon Schwäche. Sehe ich jetzt erst. Oh Gott, der Dampfgolem hat Schilde ohne Ende verteilt. Aber erstmal würde ich gerne den Block weg haben, weil dann hat er nur noch sein Endteam. Und wir haben bisher keinen verloren. Hat der gerade Zip gewonehittet? Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Erst mit dem Eissturm. Ich brauche Frost auf den. Damit ich mehr Schaden mache.
Dass der jetzt allein schon einer ist, der durchgehend Schilde machen kann, das wird nervig. Ich müsste im Blob auf jeden Fall loswerden. Und darauf folgt die Motte. Die Motte, die killt meine Monster instant. Erstmal Sicherheit. Ich baue ein Schild. Säuresturm. Komm, ich brauche Rüstungsbruch. Nur bei einem. Eissturm und Eissperre machen genau denselben Schaden, deswegen den hier. Ein Schlag noch und der Blob ist wenigstens weg. Diese Motte ist einfach so extrem. Warum kann die so hart austeilen? Das hätte ich gar nicht von der gedacht. Säuresturm, der Blob verreckt aber eh. Ey, ich konzentriere mich jetzt auf diese scheiß Motte. Also der Golem, der macht ja nur Verteidigung drauf. Die Motte, die muss weg. Die rippt meine Monster instant. Und natürlich verwähle ich erstmal 20 Mal. Aua. Und der kann auch die Salve. Super. Aua. Lebenswelle. Ja, ich mache erstmal Donnerschlag, glaube ich, auf den drauf. Er hier hat nichts, was mehrere treffen kann. Donnerschlag ist das Beste, was ich machen kann. Weil ich kann ja immer noch... Ja, es ist passiert. Er wurde erblindet. Darauf habe ich die ganze Zeit gehofft. So, und jetzt weg mit der Motte. Alter, die hat so hart ausgeteilt. Okay, die Motte war sein Damage-Dealer. Wenn ich nicht ja gerade ausgeschaltet habe. Jetzt bin ich bei meinen letzten Leuten angekommen. Ist einfach instant gestorben. Ich habe halt jetzt auch keinen mehr, der alle gleichzeitig heilen kann. Diese Massentränke, die habe ich nicht so oft. Sunny, du darfst mir jetzt noch nicht sterben. Der Golem ist nicht so krass. Der andere muss zuerst sterben. Ja, schade. Ich hatte die Hoffnung, dass Mori jetzt Frost drauf kriegt. Weil er hat die Eissperrsalbe. Warum auch immer er auch noch Verbrennen mit drauf bekommt. Phönixträne. Und einen großen Trank, um Schwämmer voll zu heilen. Ja, Zani hat auch gerade Debuffs ohne Ende drauf. Das macht's ja auch nochmal extra schlimm. Komm, vielleicht kriegen ja beide Bluten. Er hat endlich Frost bekommen. Und es ist natürlich direkt wieder weg. Diese Kackspeere. Kannst du bitte auf einen Einzelnen gehen? Nein, er macht immer diese Scheißsalve. Ja, bin RIP. Ja, bevor ich diesen Kampf jetzt nochmal neu ansetze, ich springe auch dann direkt zu dem Punkt, wo ich bei den letzten Viechern bin, gucke ich mal, dass ich mir jetzt erstmal ein paar Massentränke kaufe, weil sonst schaffe ich den nicht. Ja Leute, willkommen zurück. Ja, es gibt ein kleines Problem. Ich kann nirgendwo einen Massentrank kaufen. Also, ich müsste wirklich mal die ganze Map absuchen, um zu gucken, ob irgendwo mal ein Platz ist, wo ich einen Massentrank kaufen kann. Aber jetzt zur Zeit kann ich, glaube ich, nirgendwo einen kaufen.
Ich war gerade bei der Festung und da gab's nichts. Für jeden Treffer mehr Mana, wirkungsvoller Schock. Im Psychot übrigens ein Level-Up unterwegs gemacht. Hier bin die Brütmeisterung. Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Ich mache jetzt hier für heute Schluss und werde meine Monster sehr stark hochleveln. Also, ich gucke in die Aufnahme rein, wie stark, also das Level von dem war. Und je nachdem werde ich mich hochleveln. Ich werde mich wahrscheinlich mindestens Level 32 hochboosten. Also mindestens 4 Level-Ups. Vielleicht mache ich auch bis Level 35. Das mache ich jetzt alles offscreen. Weil wir sind auch viel zu schwach für den Kampf. Der hat uns wirklich weggereckt. Zip wurde von der Magmamotte one-hitted. Also, ja, wenn mein stärkstes Monster one-hitted wird, na gut, von Verteidigung her und Leben ist das mehr Sunny, dann ist dieser Kampf eigentlich schon verloren. Ich habe jetzt übrigens noch für Psycho hier einen Bogen gekauft, den ich erst aufwerten will. Dann macht er für jeden Treffer, den er macht, nochmal extra Schaden. Ich kann den auch, wenn der stark genug ist, Sunny geben. Wäre auch praktisch. Ja, und hier verabschiede ich mich jetzt, weil ich kann jetzt nicht wirklich was machen. Ich muss jetzt erstmal hochleveln. Wir sehen uns dann. Tschüss!